Es ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, sich in Schal zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play. Die Rückrunde der 14. Saison. Genau. Da sind wir jetzt. Und da machen wir jetzt genau gleich weiter. Also ihr seht, Kobayashvili bietet an, von 1 auf 2 zu verlängern. Das machen wir natürlich gerne. Und dann gucken wir uns an, wie tief wir im Minus stecken. Denn das ist auch kein Spaß jetzt. Ein kurzer Blick. Minus 1,3 Millionen. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Da kommt nämlich gleich diese Fälligkeit dazu. Und dann haben wir wirklich ein großes Problem. Ich habe viel Geld ausgegeben. Einerseits für die Anzeigetafel, die jetzt auch auf dem Maximum ist. Und den Komfort habe ich verbessert von mangelhaft auf befriedigend. Und genau. Um zu gucken, ob die Werbeverträge besser sind. Apropos Werbeverträge. Guck mal, 68.000 schon. Also, das hat echt was gebracht. Das nehmen wir jetzt auch gleich an. Das gefällt mir ganz gut. So, jetzt haben wir auch lange Zeit nicht zu gucken. 16 Monate hier und 7 Monate für die. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Okay. So, und wie viel Miese machen wir jetzt? Der Preis ist hier natürlich jetzt stark gestiegen, da wir jetzt ordentlich Zinsen zahlen pro Monat für die 3 Millionen. Wir sind am 21. Februar. Ich hoffe, wir haben ein Heimspiel. Ja, gegen Düsseldorf. Wir sind definitiv nicht aufgestellt, weil von der Heiden verletzt ist. Wir stellen uns so auf. Gucken wir, dass wir das hier irgendwie ein bisschen runterklicken. Bin ja nicht abergläubisch, aber dabei. So, der hat Stärke 40 von 37 ursprünglich. Kehl ist jetzt auch schon bei 46. Das ist schön zu sehen. 53 und 61. Sehr gut. Also die Jungs machen sich. Und genau, dann können wir ja gleich hier weiter durchstarten. Wir sind jetzt stärker als Fortuna Düsseldorf, die auf Platz 8 sind. Da müssen wir keinen Preis erhöhen. Starten wir einfach durch. Also gegen die ersten und zweiten, da erhöhen wir die Preise. Und ansonsten eigentlich nicht. Ja. 2-0. Letztes Mal haben die uns 3-0 abgezogen in der Hinrunde. Und jetzt haben wir gewonnen. Okay. Sieht gut aus. Bayern hat noch ein Spiel mehr. Werder hat noch 2 Spiele mehr. Aber die kommen damit nicht an uns ran. Sieht gut aus. Ja, der Kredit von der Bank wurde fällig. Okay. 1,14 Millionen. Wie viel haben wir denn noch? Steht es hier noch? 24.02. Ah, erst am 3.3. Ach, das ist echt nicht feierlich. Vielleicht müssen wir doch nochmal... Achso, ich könnte ja wieder einen Kredit aufnehmen, ne? Wozu auch nicht. Wie hoch soll der Kredit sein? 400.000 natürlich. Das ist das Maximum, was wir machen können. Und das spart uns dann doch einiges. Das sind halt... Was sind das? 8.000 pro Monat? Statt 40.000 pro Monat. Ich glaube, das hilft schon. Und wenn wir jetzt hier gucken, ist immer noch recht hoch. Naja, gut. Auf geht's. Sind wir hier wieder normal aufgestellt? Nee, sind wir nicht. Wir gehen wieder auf die Aufstellung. Und los geht's. Gegen Stuttgart. Halte ich ja nicht viel von. Die waren bisher noch nicht so überzeugend, sind irgendwann aus der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Und bisher haben wir eigentlich immer recht gut gegen die gespielt. Gucken wir auch gleich mal, wie gut. Also es waren jetzt nicht kannte Siege oder so, aber es hat gereicht. Auch ein 1-0 reicht. Theoretisch. Platz 18 sind die. Nee,
Ich wollte bei Stuttgart gucken. Gegen Köln. Sieht hier immer sehr wechselhaft aus. Keine Ahnung. Schon okay. Nicht gut, aber schon okay. Okay, spielfrei. Und der 21. Spieltag. Jetzt gucken wir mal wieder, wie sieht die Bilanz aus? 1,6 Millionen. Da müssen wir echt schlucken. Also wir wären bei minus 2 Millionen jetzt. Er hat ja gesagt, hier haben wir noch ne, 7 Monate bis zum nächsten Jahr. 6 Monate, okay. Jetzt investiere ich auch nicht mehr. Jetzt wird einfach nur noch Geld gespart. Und wir gucken, gegen wen wir so spielen. Rot-Weiß Aalen brauchen wir nicht. Oh, zwei Heimspiele hintereinander. Das ist perfekt. Haben wir aufgestellt? Nein. Dann auf geht's. Nur 35.000 Zuschauer. Schade, schade. Na, kommt schon, Köln. Jeder Punkt ist wichtig. Sehr gut. Okay, cool. 1-0 gewonnen. Reicht, wir hängen weiter an Dortmund dran. Irgendwie. Ah ja, wir spielen gegen Dortmund. Ah, Alpay ist verfügbar wieder. Und Dortmund. Wir spielen aber auswärts, ne? Ja, ich muss mich nicht um die Eintrittspreise kümmern. Gucken wir um 1,1 Millionen Schulden noch. 38.000 Zuschauer. Und wir sollten schleunigst irgendwie gewinnen, sagte er. Und auswärts lief es ja vorhin auch nicht so gut. Und heim auch nicht. Heim war ja unentschieden. Ja, also da brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Ja, und dann noch einen Verletzten. Nee. Ja, nee. Das ist ja. Also. Da kann man nichts machen, oder? Immerhin noch ein Tor. Ehrentreffer. Ja, oh, ey, die wollen aber auch, ne? Naja. Und Eintracht Frankfurt hat auch Bielefeld irgendwie in Grund und Boden geschossen. Okay, dann, ich meine, ich bin ja schon glücklich gegen Hertha weitergekommen. Dann habe ich das halt nicht verdient. Aber der Kontostand sieht wieder besser aus. Wir haben Heimspiele. Und Aidu ist verletzt. Ich überlege, ob ich jetzt einfach auf die Aufstellung umziehe. Mache ich einfach. Auf geht's. 42.000 gegen Nürnberg ausverkauft. Nicht schlecht. Finde ich gut. Liegt es jetzt daran, dass ich, weiß nicht, besser, der Zustand besser ist? Ich bin schon ziemlich offensiv. Also was ich machen kann, ist Kehl rausschmeißen, Löwenkamp reinnehmen. Und erhöhen den Einsatz. Und gucken mal, ob das was bringt. Nee, leider nicht. Weil gegen den. Und stark waren die jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt auswärts gegen Cottbus. Auswärts gegen Cottbus. Sagt das Geld. Minus 116.000, okay. Und jetzt kommen gute Spieler, ne? Jetzt sind Spieler, die man sich leisten könnte, wenn man Geld hätte. So ist es. Okay.
Na, es geht ja. 830.000. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil wir immer noch Miese haben. Cottbus haben wir letztes Mal auch gut besiegt. Na, endlich. Okay. Podolski, wir gucken auch mal in die Torschützenliste gleich. Eine Verletzung. Kairo verletzt. Wir wechseln dafür ein. Athiasson. Du bist die 4. Okay. Reicht aus. Spiel frei. Wie heißt der? Löwenkran. Löwenkran. Sich verletzt. Hat auch mit Stärke 37 gestartet. Wir spielen heim gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin gewillt, den Eintrittspreis ein bisschen anzuheben, damit wir hier mal gucken, wie viel Geld wir jetzt verdienen. Benötigter Schnitt ist 33.000. Gucken wir mal. 35, okay. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Köln spielt gut diese Saison. Bloß Dortmund ist halt deutlich besser. Warum auch immer. Aber die wollen halt irgendwie den Platz da vorne an der Sonne behalten. Nicht an der, sondern an der. Oder sich wiederholen. Wir haben nur 15 Punkte Vorsprung. Müssen wir gucken, wie das wird. So, 31. März. Schalke ist an Van der Heiden interessiert. Und das wäre ja ein bisschen Geld, was wir kriegen würden. Vor allen Dingen Spieler, ja. Nein. Wir könnten uns aber keinen neuen kaufen. Ja, ist der 32. Also ein 21-Jähriger wäre schon irgendwie cool, aber wir könnten ihn uns wahrscheinlich nicht leisten. Es sei denn, wir kriegen 1,2 Millionen oder so. Nee, die Ablöse ist echt zu hoch. Bei allem nötigen Respekt, aber das ist uns zu teuer oder zu hoch. Warum ist denn der benötigte Schnitt jetzt auf 30.000 runtergegangen? Keine Ahnung. So, gegen Unterhaching. Wir sind noch aufgestellt. Wir starten. Unterhaching ist ja auch relativ neu jetzt in der ersten Liga, würde ich sagen. Das waren auch Aufsteiger. Kommt mir jetzt auch nicht so bekannt vor. Gucken wir auch mal rein. Sechzigste Minute, Alpha mal wieder eine gelbe Karte. Vier Chancen, kein Tor. Ah, oh, fünf Chancen, kein Tor. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nur Glück, dass sie keins gemacht haben. Aber gegen so eine Mannschaft sollte man eigentlich mal gewinnen. So, was haben wir hier? Ach nee, die haben wir ja schon oft gespielt. Okay. Wollen wir gar nicht. Nö. Klasse. So, wir sind. Oh, Dortmund hat auch ein Unentschieden geschafft. Sehr gut. Gegen Erzgebirge Aue. Okay. Ich wollte gucken. Torschützenliste. Die sehen alle gar nicht schlecht aus. Fehlt nicht viel nach oben. Immer noch 379.000. Miese. Wir spielen gegen Hannover. Okay.
Der Eintrittspreis ist erhöht. Wir haben uns verklickt. Wir wollen hier hin. Hier steht auf und los geht's. Ja, ist doch gut. Der Preis ist doch gut. So, ich möchte Alpei auswechseln, Kehl dafür einwechseln. Das ist Kehl. Kehl setzen wir hier hin, die beiden nach vorne, den Einsatz erhöhen und weiter geht's. Okay, und 41.000 mal 17 sind fast 700.000 Einnahmen. Sehr schön. So muss das sein. Allerdings fehlt mir halt total der Sieg. Das wäre auch was Schönes gewesen. So, gegen Schalke mal wieder. Hier switchen wir um auf die Aufstellung. Und wir gucken auf unsere Bilanz. Wir haben jetzt 300.000 plus. Achso, und hier. Jetzt ist es hier auch wieder deutlich besser, ne? Das ist echt ein krasser Unterschied, was die einem da reinbürgen. Ja, endlich mal wieder ein Tor geschossen. Die letzten beiden Spiele waren das ja nischt. War beides 0-0, soweit ich mich erinnern kann. Jawollo. Ei du. Podolski sollte auch mal wieder ein Tor schießen. Ich habe ihn zu hoch gelobt am Anfang. Und jetzt zeigt er sich nur durch gelbe Karte, oder was? Schachten. Ja, Schachten macht mit. Schachten hat jetzt aufgeschlossen zu Podolski. In der Torschützenliste. Hoffe ich. Und Klassenerhalt ist gesichert. Habe ich es richtig gesehen? Ja, Schachten hat jetzt aufgeholt. Und Hertha ist heute Torschützenkönig. Dahin auf dem Weg. Nachholspiel. Ah, Wiese hat sich verletzt. Das ist natürlich brutal. Unser Torwart. Das kann jetzt schon wieder ganz arg sich ändern alles. Also wenn der erste Torwart schon wieder verletzt ist, ne, dann ist der zweite nicht weit entfernt. Hatten wir ja schon zweimal. Da habe ich irgendwie einen Einsatz hoch oder so. Kann ich mehr 10 Spiele einsetzen? Ja, klar. Also ist das. Nee, den nehme ich raus. Ich nehme Lala raus. Dafür Attierson rein. Und Podolski bleibt vorne. Und Laut geht ein Stück nach hinten. Und wir erhöhen trotzdem unseren Einsatz ein bisschen. Damit wir noch vielleicht ein Türchen schießen. Ah, verdammte Axt. Okay. Okay. Wir gehen auf die Aufstellung und setzen wieder unseren Einsatz runter. Meinetwegen auf ein bisschen niedriger. Gucken. 825.000. Das heißt, wir bleiben mal im Plus. Okay, cool. 29. Spieltag. Haben wir zufällig noch ein Heimspiel? Nein, aber auswärts gegen Erzgebirge Aue. Aber dann gegen Hertha. Am 30. Spieltag. Okay. Und dann wird ja auch schon der nächste Kredit wieder fällig. Den wir ja auch wieder aufnehmen können. Ja, sehr gut. Kiel. Und 2:1. Lala, sehr gut. Die zweite Reihe sozusagen. Die schwächeren Spieler.
Och Mensch, kommt schon, Leute, kommt schon. Ja, 2-3, das ist echt spannend hier. Diese Saison ist wirklich spannend. Wessels, Torwart. Was hat der Torwart gemacht? Elfmeter geschossen wahrscheinlich. Sehr gut. Also, Meistertitel sieht es nicht danach aus. Und das wird echt schwer. Aber wir sind deutlich besser als letzte Saison. Und Dortmund ist immer noch im Landesmeisterpokal drin. Das heißt, sollten und haben gewonnen im Finale, das erste Spiel. Sollten sie auch das zweite Spiel gewinnen, kommt der zweite auch mit rein. Das heißt, ich könnte doch im Europapokal der Landesmeister mitspielen nächste Saison. Aber Dortmund haut halt echt rein, ne? Also wenn die das alles gewinnen, dann vertreiben die mich natürlich wieder von allen möglichen Plätzen. So, der Einsatz ist normal. 30. Spieltag. Wir spielen heim gegen Hertha. Angstgegner zurzeit. 5. Mai. Was sagt unser Geld? 88.000. Wir sind nicht im Minus. Und das wäre ein Spieler für uns. 500.000. Papadopoulos. Papadopoulos. Achso, übrigens, ich habe nachgeguckt. Die Daten, die ich hier verwende, sind von der Saison 2006-2007. Also nichts irgendwas mit 2018 oder was weiß ich. 2006-2007 sollte es sein. Und auf geht's. 41.000 gegen Hertha. Wir arbeiten da echt gut an der Grenze. Das sind wieder fast 700.000 Einnahmen. Ja, sehr gut. Und vor allen Dingen gegen den dritten spielen wir, ne? Sehr schön. Wichtige Punkte nach oben. Jetzt 5. Dortmund. Ah, gewinnt einfach zu stark. Einfach zu stark, die Dortmunder. Oh, der nächste, der sich verletzt hat. Okay, wir gehen auf. Ein Angriff. Mehr Angriff. Über. Wir spielen auswärts gegen Mainz. Wir haben Spiel frei. So, 31. Spieltag. Wir haben 780.000 auf dem Konto. Das ist schön. Auf geht's. Leute, was sagt ihr dazu? 1-0 für Mainz. Ja, 2-0. Warum werden wir jetzt plötzlich hier so richtig abgezogen? Wir erhöhen den Einsatz minimal. Ich möchte eigentlich nicht einen Verteidiger einwechseln müssen. Ich gehe mal ein bisschen mehr in Angriff. Ja. Okay, Van der Heiden. Sehr gut. Nein. Mainz, hör auf. Oh, lass mich doch mal in Ruhe, Mainz. Komm schon. Ja. Sehr gut. Rose auch. Klasse Spieler. Ah, hat nicht gereicht. Na, oh, jetzt wären wir mal wieder ein bisschen näher an Dortmund gekommen. Aber so wird das nichts. Okay. Wir spielen heim gegen Werder. 40.000. Sehr gut. Das Geld ist ja das, was vor allen Dingen zählt bei uns jetzt gerade. Ne? Nachdem wir echt so viel in Stadion investiert haben, was haben wir denn diesmal gezahlt? Ihr habt doch beides Großes gekauft, oder? Das waren noch 2,6 Millionen oder so. Ihr habt doch wahnsinnig viel Geld ausgegeben fürs Stadion. So. Theo. Oh, Dortmund hat eine Niederlage. Okay. Also, es sieht gut aus. Es ist nicht unmöglich. Aber es ist auch unwahrscheinlich, dass wir noch Meister werden.
Die sind immer noch verletzt. Tui, das sind immer so blöde lang verletzt, ey. Das gibt's gar nicht. Wir sind bei 1,4 Millionen. Sehr gut. Wann wird der Kredit fällig? Am 29. 24.9. nächste Saison. Okay. Und den müssen wir hoffentlich mal nicht zurückzahlen. Wir werden es versuchen. Nicht, dass wir uns nicht noch irgendwie hier ein paar Spieler kaufen müssen. 200.000 Haas, 32. Nee, der ist ein bisschen zu schwach. 20. Viel zu stark. Reinhardt. Oh, der ist ja auch. Nee, der kann ja gar nichts. In 5 Jahren? Wie hoch kriegt man den in 5 Jahren? 200.000. Aber er ist ein Abwehrspieler. Es ist halt ein günstiger Abwehrspieler. Leute. 210.000. Wenn er nicht will. Na, Dortmund ist. Ja, Dortmund holt sich die Punkte gerade. Wir haben noch 3 Monate hier. Und nächster Spieltag. Den setzen wir wieder nach vorne. Torhüter ist immer noch verletzt. Auf geht's. 33. Spieltag. Auswärts gegen Bayern. Wichtig, dort zu gewinnen. Sage ich ja nur, ne? Aber hey, hört nicht auf mich. Ja. Lala. Also mit Torschützenliste und so sieht es auch ganz, ganz mies aus. Ja, 2-2 Ausgleich. Sehr gut. Rose. Rose legt richtig rauf jetzt. Und Laut kriegt mal wieder eine gelbe Karte. Ja, okay. Wir wechseln aus, wir wechseln ein. Okay. Ach ja, Rose ist auch richtig gut, ne? Hätte ich jetzt ja nicht gedacht, so vom Namen her. Dann, ach, der ist ja gar nicht eingewechselt. Okay, den nehmen wir raus. Löwenkran setzen wir ein. Diesmal auf die Seite. Und den Stück nach hinten. Und weiter geht's. Ich wollte den Ansatz noch ein bisschen erhöhen, Leute. Immerhin. Aber für den ersten Platz reicht es dann nicht. Aber vielleicht haben wir Bayern jetzt aus dem UEFA Cup gedrängt. Könnte ja sein. So, okay. Na gut. Dortmund hat sowieso gewonnen. Da ist dann auch nicht viel zu holen. Wir haben eigentlich gar nicht so wenig Tore geschossen. Mit 59. Also deutlich mehr als der nächste. Mit 49 oder 50 hier. Aber da kann man echt nicht klagen. Oh, jetzt hatte ich noch einer verletzt. Was sagt die Torschützenliste? Ja, Schachten hat nochmal aufgeholt. Schachten könnte es auch noch werden. Meine Güte. Wir spielen mit 4 Abwehrspielern. Und gegen wen heute? Auswärts gegen wen? Angstgegner Wehen. Ich muss jetzt auch nochmal gucken. Kobayashvili, Kehl, wo ist denn Schachten? Die 7. Okay. Wir spielen heute so. Schachten geht nach vorne. Der muss ein paar Tore schießen. Der muss uns die 250.000 sichern. Wir haben 900.000. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind schon im Juni. Wir starten am 29. Juli in die nächste Saison. Das sieht eigentlich okay aus. Und hier haben wir noch 3 Monate. Okay. Auf geht's. Letztes Spiel. 35.000 Zuschauer. Sieht eigentlich ganz gut aus. Was macht Schachten? Ich weiß nicht, was Schachten macht.
Schachten spielt da vorne. Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Wir wollen ja schließlich gewinnen. Unentschieden reicht auch für den zweiten Platz. Dortmund ist Landesmeister. Die haben alles geholt. Die sind Meister geworden, die sind Pokalsieger geworden, die sind Landesmeister-Sieger geworden. Also, da kann man nichts machen. So, Erzgebirge Aue gegen Braunschweig. Okay. Wie sieht das aus? Erzgebirge bleibt drin, deutlich drin. Okay. Gut. Okay. Dann machen wir weiter. Saisonende. Geld. 1,26 Millionen. Sieht gut aus. Cabanas, den hatten wir doch früher auch mal. Hatte ich mir jetzt den eigentlich geholt? Nee, Haas war das nicht. Reinhardt wäre das gewesen. Ah, der wird ja schon ein Jahr älter. Lass mal gucken wir uns nächste Saison alles an. Also, auf geht's. Ende der Saison. Was passiert? Wir sind der zweite Platz der Bundesliga. Wir sind für den Europapokal qualifiziert und ein Jugendspieler steigt auf. Na, das ist ja mal was. Okay, Wiese, 33 Jahre alt. Wir verlängern um ein Jahr. Ja, neuer Vertrag. Wiese ist immer noch verletzt. Alpine, 29. 4 Jahre. 2 Jahre. Ein Jahr. Drei Jahre. 4 Jahre. Nochmal 4 Jahre. 4 Jahre, ja. Okay. Und 44.000. Okay. Mathieson hat Stärke 54. Auch auf jeden Fall 4 Jahre. 18.000. Okay, du kriegst 17.000. Schachten, 32. Ein Jahr. Du kriegst 95.000. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, gegen wen wir spielen könnten. Wenn ich sehen würde, würde ich sehen, dass wir gegen Nürnberg spielen. Okay. Gut. Erster Spieltag, ja, in der 15. Saison. Gut, dann belassen wir es hierbei. Achso, wir gucken noch kurz in die ewige Tabelle. Ja, Dortmund hat uns bei weitem überholt, mehr als 60 Punkte mehr. Das heißt, die haben fast 80 Punkte mehr gemacht als wir. Die haben ja 65 Punkte mehr als wir. Die waren 15 Punkte hinter uns, die haben 80 Punkte gemacht. Mehr gemacht als wir. Die haben halt alles geholt. Ja, so ist es. Lassen wir das dabei. Okay, gut. Dann sage ich, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Bundesliga Manager Professional. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.